Herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr da seid. Ich bin's, euer Sly. Und wir machen Licht. Mach uns den Weg frei, Sophia. Bleibt bei mir. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier benutze. Vorsicht, es ist kaum noch hell genug für mein Prisma. Die Antwort lautet übrigens nein. Lass es, gebombt. Sophia, warne uns den Weg. Bleibt bloß alle im Licht. Das reicht, hör auf. Geht klar. Aber ich muss das anders machen. So. Und einmal kräftig ziehen. Der Balken muss weg. Rücken wir nah dran. Oh, das war knapp. Muss ich irgendwas craften? Wir müssen jetzt echt diesen riesenweiten Weg gehen. Kann ich jetzt hier überhaupt irgendwo... Ich kann den nicht schieben, oder? Ja doch, alles klar. Ich wollte gerade sagen, irgendwo muss ich noch lang gehen können. Bald geschafft. Die Karte. Ist ja da vorne. Der Träger, er ist der Schlüssel. Aber das ist alles so alt. Er ist schon lange tot. Etwas wird übrig sein. Etwas, das dich retten wird. Ist egal, was mit mir ist. Sag sowas nicht. Du bist alles. Hey, wie wär's, wenn ihr beide aufhört, euch selbst zu quälen? Das ist die Hölle, ja, aber wir haben eine Spur. Also reißen wir uns zusammen. Sie hat recht, Hugo. Uns bleibt keine Wahl. Ich weiß. Es gibt bestimmt Überlebende. Der Palast ist wie eine Festung. Stimmt. Es ist die Pflicht des Grafen, seinem Volk Schutz zu gewähren. Ja. Er ist ein Ritter. You're kidding me. Ernsthaft? Ihr habt hier einen scheiß Blumenkorb hingeballert? Why? Ich muss da rechts lang. Da hinten ist der Eingang. Jetzt muss ich den scheiß Weg hier gehen? Bahnst du uns den Weg, Sophia? Bleibt bei mir. Na, Sophia, bahne uns den Weg. Bleibt bloß alle im Licht. Mach uns den Weg frei, Sophia. Bleibt in meiner Nähe. Ich weiß nämlich, dass das Licht da einmal auslässt. Dementsprechend nach. Du kannst aufhören. Na gut. Ja, habe ich mir schon fast gedacht. Ach, geht der ganze Schmarrn jetzt hier los. Sebo, ein wunderschön. Du weißt aber schon, dass da keine Ratten reinkommen, oder? Pax? Habe ich ihm schon gesagt. Aber er will es nicht hören. Ist etwas störrisch. Aber ich meine, na gut, ist Pax sein, ne? Es ist jetzt nicht so, dass es verwundernswert ist, dass der Wahrheit nur schwer akzeptiert. Sophia, bahne uns den Weg! So, komm. Bleibt bei mir! Bahnst du uns den Weg, Sophia? Bleibt bloß alle im Licht! Vielleicht habe ich Glück und kann da oben wenigstens lang. Mach uns den Weg frei, Sophia! Bleibt in meiner Nähe! Hey, lass gut sein! Natürlich! Schnell! Hoch! Sicher! Ich kann so viel reinmachen, wie ich will. Ist mein eigenes Endlich. Rezept. So. Unfassbar, es war genau vor unserer Nase. Und Basilius? Wo bist du? Wo versteckt man den wertvollsten Schatz? Unter der Erde. Ja, er muss da unten liegen. Die Karte könnte der Eingang euch. Sein. Machen wir sie ja. Kaputt? Diese Stelle. Schon. Ich hab's euch gesagt. Diese fucking Tür, die wird nochmal wichtig. Ich wusste es. I called it. Tag 1. Diese Insel war für mich immer nur ein Punkt auf der Karte. Tja, wir wussten ja nicht mal, dass es sie gibt. Okay, und wo muss ich hin?
Ja. Finde einen Weg in die Ruinen. Das ist schön gesagt. Aber ich löse gerade nichts aus. Ich komme hier auch nicht rüber. Also how the fuck? Dann bin ich doof. Nirgendwo ist ein Trigger. Ja, ja, ist mir schon klar, dass sie das gesagt haben. Aber ich habe kein Dynamit oder so. Also, alles was ich habe sind Bolzen und Töpfe. Tja. Tja. Ich habe einen Topf halt umsonst verballert, darum schaue ich gerade, dass ich irgendwie was anderes hinkriege. Weil. Kletter hoch. Vielleicht im Kontext auch nicht gehört habe. Wo versteckt man den wertvollsten Schatz? Unter der Erde. Ja, er muss da unten liegen. Die Karte könnte der Eingang sein. Machen wir sie kaputt? Ich schätze. Geh bitte zurück, ja? Wie dumm. Bereit? Bereit. Na klar. Das war so befreiend. Arme Karte. Arme Karte. Ja, das ist wirklich schade, denn sie war sehr alt. Ja. Ich mag sie echt. Ich mag sie wirklich. Komm. Oh mein Gott. Ja, manchmal muss ein Ding einfach nur neu starten. Dann geht das auch wieder. Die IT hatte leider recht. Ein Durchgang. Er wurde versiegelt. Versiegelt gegen was? Sehen wir nach. Hm. Was soll schon passieren? Mitten in der Nacht, wo Ratten da sein können. Tiefer Gang. Das ist es. Wüsste nicht, was schief gehen sollte. Kommt! Es ist zu dunkel. Die Dunkelheit fürchtet sich auch vor dir. Etwas Licht, und sie ist weg. Komm, ja, wir finden das Licht. Also sie ist ein Top-Nebenschar, auf jeden Fall. Das haben sie richtig gut geschrieben. Sie ist menschlich, sie ist sympathisch. Sie geht einem nicht auf die Nüsse. Ich finde, sie trägt zur Story gut bei und das haben sie echt schön gemacht. Also das muss ich den Leuten lassen. So Storytelling und Seht so weiter. Nur, der führt irgendwo hin. Wir sind schon da. Top. Ich spür's. Hier war schon lang niemand mehr. Lass mich nicht los. Nein, keine Sorge. Ich finde, da haben sie es schon richtig gut gemacht. Ja, klar. Lasst uns weiter runtergehen. Achso, was machen eigentlich meine Skills? Ja, da haben wir gleich ein bisschen noch oben. Angriff. Vielleicht noch ein bisschen Sneaky die Sneak.
Na, guck mal, hier brennt Licht. Hahaha, mein Lootradar hat wieder ausgeschlagen. I knew it. Stoff und Schnaps. Nice. Okay, da ist Feuer. Es wird dunkler. Ich mache Licht. Ja, bitte. Halt, da passiert irgendwas. Oh, bitte nicht. Keine Ratten, bitte. Oh. Was zur Hölle? Nice. Seht nur, wie groß dieser Ort ist. Was ist das? Eine Art Tempel? Sieht ganz so aus, ja. Krass. Okay, Initialfeuer und der Rest hat sich dann durchgegeben. Aber wodurch? Ist das eine Ölspur? Muss ja fast so sein. Aber ja, für die Optik fancy. 10 von 10. Da, auf dem Boden. Wieder das Symbol des Ordens? Ja, hier sind wir richtig. Basilius ist hier. Stimmt. Irgendwo. Alle drei. Aber erstmal, wir sehen was blinken. Und ihr wisst, ich habe ein ausgesprochenes Loot-Problem. Dem müssen wir erstmal Herr werden. So, was habe ich hier? Was ist das? Da war etwas drin. Schwefel? Das ist schon lange weg. Pech. Gehen wir weiter. Das ist Pech, oder? Pech oder Teer, eins von beiden. Seht euch die Tür an. Meine Güte. Was ist hier passiert? Es würde doch Sinn ergeben. Brandflecken. Hier ist etwas explodiert. War das ein Unfall? Ich glaube, das wurde absichtlich gesprengt. Ja, jemand wollte da unbedingt rein. Gehen wir weiter. Es würde Sinn ergeben wegen den ganzen Feueraktionen, wo wir das angezündet haben, sich dann durchzieht. Dass die da Teer genommen haben. Ah, ein 4-0. Hier war noch eine Explosion. Das Tor ist zerstört. Das war bestimmt sie, Elia. Sie entkam aus der Kapelle. Sie hat all das zerstört? Sie wollte Basilius zurückholen und hat sich den Weg freigekämpft. Wir sind ihr auf der Spur. Das ist jetzt aber auch nur eine Mutmaßung, ne? Wirklich wissen tun wir es nicht. Da ist eine Lücke. Gehen wir mal durch. Wir gehen wirklich hier durch? Das ist eine Mutmaßung. Keine Angst, das hat Jahrhunderte gehalten. Noch tiefer. Hoffentlich kommen wir ihr hier auf die Spur. Na, werden wir sehen. Guck mal, sowas einfach reinzuprogrammieren. Einfach so. Funny. I like. Hier geht's runter. Ja. Was für ein Tempel sind wir denn hier, ey? Ein Erdrutsch. Sie hat hier ja alles komplett auf den Kopf gestellt. Sie hatte Angst um Basilius. Aus gutem Grund. Und hört mal die Musik. Einfach nur, als würde irgendwer in der Kirche rumsprechen und den Hall nutzen. Schon cool gemacht. Das sind so Kleinigkeiten, die ich dann wirklich furchtbar gerne mag, ne? Hier. Die klemmt. Die klemmt? Hey, diese Tanks. Sie enthielten griechisches Feuer. Ist das nicht eine Waffe? Nicht zwingend. Sie haben damit wohl das Licht am Leben gehalten. Eins ist noch versiegelt. Meinst du, es könnte explodieren? In so einem Tank? Sicher. Versuchen wir es an der Tür. Wirklich? Diese Mauern haben lang genug gehalten. Aber... Weißt du, ich habe schon so einiges in die Luft gejagt. Und los. Entdeckung. Amicia, du übernimmst die Zündung. Sind wir weit genug weg? Ja, einfach den Kopf unten lassen. Ja, nice. Hat geklappt. Das war laut. Siehst du? Sie halten. Los, alles wird gut.
Na, immer das Kistenlooting ist gerade stark. Schwefel. Ah. So richtig Werkzeuge und kurz greife ich gerade nicht ab, aber ich glaube, ich suche auch wenig gerade. Oh, da ist auf jeden Fall noch was. Ah, mal schauen. Vogelfedern? Sieh mal, hier sind Vögel? Ja, Höhlenvögel. Das heißt, wir sind hier nicht allein. Und er ist auch nicht allein. Genau. Gehen wir weiter und vielleicht sehen wir ihn ja. Welcher Höhlenvogel ist das? Falls er nicht so viel Angst hat. Ja. Stieglitz. Good old Stieglitz. Na, ich habe das ganze Ding in Luft gesprengt für ein paar Federn. Na ja, gut, erschießen wir uns, ne? Ah. Okay. Und 5 Stücke. Die 5 Stücke sind's wert. Das andere. Ja, weniger. Hier komme ich nicht lang. Die Tür ist zu. Die Tür ist hinüber. Sehen wir uns um. Aber von der anderen Seite dürfte was gehen. Also ich rechne jetzt nicht mit Gegnern, die hier rumlaufen. Eher mit einer Rattenpassage oder so. Ja, glaube ich schon. Ich glaube nicht, dass hier was sein wird. So, hier habe ich schon gesehen. Kann ich drauf schießen? Oh, noch ein Tag. Ja. Meine Ohren! Verdammt! Geht's euch gut? Wir ballern alles in die Luft. Der Weg ist frei. Gehen wir. Habe ich den Alkohol schon mitgenommen eben? Brauche ich dafür keinen Alkohol? Nee, Schwefel und noch Alkohol. Habe ich Alkohol gehört? Nein, ja, korrekt. Brauche ich zum Brennen. Damit ich hier Dinge anzünden kann. Tote Menschen. Wahrscheinlich die Ordenswache. Wir haben Elias Spur wiedergefunden. Sie machte keine Gefangenen. Sie haben sie dazu getrieben. Ich sag mal so, der ist schon ein paar Tage länger alt. Das ist aber lieb von dir. 33. Also ich fühle Alchemie halt nicht, ne? Ich fühle das hier eher. Oh, hier ist wieder so eine Kettenreaktion. Spaß, Party. Magma. Sie kam an dieser Tür vorbei. Sie stürzte wohl hinter ihr ein. Wie kommen wir da durch? Ein Messer. Nice. Gerade kleinen Hiccup. Schön dafür. Also, ich mag diesen Flair. Sie kam wohl hier vorbei. Da. Der Wagen ist auch mit griechischem Feuer ausgestattet. Oh. Das sieht gefährlich aus. Ich mag den Flair, den sie hier vermitteln in dieser Kirche. Auch wie gesagt, mit der Geräuschkulisse hier, und eine so. Kurbel. Na los. Das ist schon ganz nice. Ach, sie öffnet das Fallgitter. Der Wagen rollt gleich los. Na dann. Und los geht's. Ist offen, glaube ich. Weißt du, langsam sehe ich sie in dir. Elia. Weil ich genauso verzweifelt bin? Weil du nicht aufgibst. Ach, ja. Boah, der Detailreichtum. Schon ganz nice. Die Bronze mit Eisenschlagring und Holz. Hat schon was. So. Ja, Folge ist vorbei. Wir sehen uns in der nächsten. Macht's gut, euer Sly. Ciao.